Hallo, meine Lieben, wie geht's? Also, heute entdecken wir eine kleine Stadt, die sich hier befindet, und zwar Concordia Sagittaria. Diese Stadt befindet sich in der Region Venetien und in der Provinz Venedig. Das Gebiet hier ist ziemlich flach, man sieht das schon. Lemene ist der Hauptfluss der Stadt und die Namen Concordia Sagittaria kommen von römischer Zeit. Concordia kommt von der römischen Zeit und Sagittaria von mittelalterlicher Zeit. Concordare auf Italienisch bedeutet vereinbaren. Und wann die Römer hatten die Stadt gegründet, im Jahr 42 vor Christus, viele Kriege waren schon vorbei. Das heißt, hatte man deswegen diese Stadt Iulia Concordia am Anfang genannt. Sagittaria kommt von Sagitte auf Lateinisch, das bedeutet Pfeil. Und in mittelalterlicher Zeit es gab ein Pfeilwerk hier. Aber die ersten Einwohner, ehrlich gesagt, waren die Paläovenete schon im 8. oder 9. Jahrhundert vor Christus. Mit den Römern war ein bisschen die Blütezeit für diese Stadt, okay? Und diese Stadt war ziemlich wichtig. Das Hafen dieser Stadt war Caorle, hier. Vielleicht erinnert das von meinem letzten Video. Befindet sich nicht nur in der Nähe von einem Fluss, der Lemene, aber auch Römer hatte diese Stadt hier, genau hier gegründet. Warum? Weil es gab zwei wichtige Straßen hier, die Via Annia und die Via Postumia. Also diese in Rot war die Strecke der römischen Via Annia, okay, das heißt von Adria hier, Patavium ist Padua und dann hier Altinum, also Altino, Iulia Concordia, Concordia Sagittaria und dann natürlich Aquileia, die auch sehr wichtig mit den Römern waren. Dann Postumia, die Via Postumia war diese, okay, also von Genua, Tortona, Piacenza, Cremona, Verona, Vicenza, Oderzo, Opitergium, okay, Concordia Sagittaria und Aquileia. Also das finde ich super interessant. Diese Seite hier haben wir die aktuelle Karte von Concordia Sagittaria und diese Seite die römische Karte. Okay, also wir können wirklich sehen, was ein bisschen dieselbe ist, sozusagen. Also wir haben diese große Straße hier immer noch heutzutage und hier dieser war Decumanus. Okay, und nicht nur Decumanus, sondern auch die wichtige Via Annia. Hier wir können auf der römischen Karte diese Cardo Maximus sehen. Das ist heute diese Straße hier. Okay, das ist natürlich nicht total dieselbe, aber ein bisschen schon können wir das sehen. Und dann hier das Forum. Vom Forum heute gibt es leider nichts mehr, aber das ist hier und natürlich am Kreuzung zwischen Cardo Maximus und Decumanus Maximus, die in römischer Zeit die wichtigsten Straßen überall waren. Okay, hier gab es ein Theatrum, ein Amphitheatrum und leider von das haben wir auch fast nichts als Überreste, aber es befand sich auf diesem Gebiet hier, wo es heute diesem Parco dei Signini liegt. Und dann die Therme hier und hier auch. Also diese fast rechteckige Form sagt uns, dass es gab auch Mauern. Also diese Stadt hatte auch Mauern. Es ist ein bisschen so schwierig zu denken an das heute, weil diese Stadt heutzutage ist wirklich nur eine kleine Stadt. Aber wenn auch Mauer gab und es gab auch vier Stadttore, das bedeutet, diese Stadt war sicher ziemlich wichtig. Und man hat nicht nur das, man hat auch eine Nekropole, nicht so weit vom Zentrum von Concordia Sagittaria gefunden. Diese Nekropole ist eine der größten Nekropolen aus der römischen Zeit in Norditalien. Hier sieht man eine kleine Kirche und auf der anderen Karte auch sieht man hier, okay, diese Kathedrale. Das ist eine ziemlich große Kirche und man kann sagen, dass dieses Teil der Stadt hat sich am meisten in mittelalterlicher Zeit entwickelt. Im 4. Jahrhundert hatte man die erste Kirche hier gebaut und diese Zeit hat das Zentrum diese Kirche, diese erste Kathedrale herum sich entwickelt. Also wir fangen an unseren Spaziergang in Concordia Sagittaria von dieser Ponte Romano hier. Okay, befindet sich hier diese Via, heutige Via San Pietro, war die Via Annia, okay. Und heutzutage sieht man leider
von hier nicht so viel, aber man sieht hier archäologisches Gebiet, okay, und hier man sieht einige Stücke. Diese ist die heutige römische Brücke von Concordia Sagittaria, also diese ist eine der drei Bogen. Diese war eine dreibögige Brücke, man kann heute auch diese Pfeiler sehen. Diese Brücke war Teil der Via Annia und dank dieser Brücke konnte man den Fluss Regena überqueren, der nicht mehr in diesem Gebiet fließt. Man denkt, dass diese Brücke wurde schon im 1. Jahrhundert vor Christus gebaut. Wie gesagt, hier im Gebiet Parco dei Signini gibt es kleine Überreste wirklich von römischen Amphitheater. Aber in diesem Gebiet es gibt auch die Überreste von mindestens zwei Domus, das heißt zwei römische Häuser und auch zwei römische Brunnen. Wir sehen hier die Namen dieser Straße, Via dei Pozzi Romani, das heißt Weg von römische Brunnen. Also schauen wir mal die Überreste dieser Domus. Also hier, diese ist die größte. Diese Überreste waren vielleicht von Domus von Signini, das war vielleicht eine der größten von diesem Gebiet. Und man hat auch hier Überreste von Mosaiken vom Boden gefunden. Und dann, wenn wir ein bisschen hier spazieren gehen, es gibt auch das, okay, das war vielleicht auch von einem römischen Haus. Jetzt können wir die Überreste von Thermen und Mauern sehen, also hier Via delle Antiche Mura, das heißt Straße von antiken Mauern, und Via delle Terme, das heißt Straße von Thermen. Unter diesem modernen Dach gibt es die Überreste von römischen Thermen und auch von römischen Mauern, die vielleicht aus dem 2. Jahrhundert stammen. Hier sind wir an der anderen Seite und diese Struktur hier, diese runde Struktur sozusagen hier mit einer solchen Apsis, war vielleicht das Calidarium und das heißt ein Teil von den Thermen. Und ja, dagegen hier links sehen wir die Überreste von Mauern. Jetzt können wir das religiöse Zentrum von Concordia Sagittaria sehen, das heißt hier. Hier von der Karte sehen wir schon, dass es gibt so viele Sachen hier. Es ist super interessant. Ich würde sagen, das ist ein bisschen das heutige Zentrum der Stadt auch. Und es gibt ein archäologisches Gebiet hier, dann es gibt die Kathedrale, diese Tricora Martyrium und auch Baptisterium. Und dann hier, es gibt auch Gemeinde von Concordia Sagittaria, also viele Sachen. Also diese Foto für mich ist perfekt. Das ist so schön, das Wetter natürlich hilft auch. Aber es ist so schön und man kann in einem Blick viel über die Stadt verstehen. Also hier schreibt der Fluss Lemene, okay. Hier, dieses Gebäude hier ist Gebäude von Gemeinde, also Kommune von Concordia Sagittaria. Hier es gab Vescovile, das heißt Bischofpalast, Bischofgebäude, weil Concordia Sagittaria war in der Vergangenheit auch ein Bischofssitz. Hier wir haben natürlich die Kathedrale, diese Struktur hier mit dieser besondere Form ist diese Tricoria Martyrium und hier es gibt eine moderne Platz, aber in der Vergangenheit, ich glaube es gab Häuser und andere Strukturen hier. Und dann hier, das ist super interessant, diese Struktur hier, okay, war eine Straße, das war die wichtige Via Annia, okay. Und die Route der Via Annia können wir wirklich von hier auch sehen, okay? Diese sind die Überreste hier. Und dann diese, okay, war die Route. Und heute es gibt immer noch diese Straße. Also, ich weiß nicht. Für mich das ist super interessant. Ich hoffe für euch auch. Ich wollte euch ein bisschen diese Tricoria Martyrium zeigen. Eine interessante Sache ist, dass auf diesem Platz es gibt, wir können heute wirklich drei Kirchen sehen. Drei, nicht eine, sondern drei. Auch in der Vergangenheit, diese Stadt war so wichtig als religiöses Zentrum, dass es gab mehr als eine Kathedrale. Also, wir fangen an natürlich von der Ältesten. Die Älteste ist diese hier, Tricora Martyrum, okay, ein sehr besonderer Name. Also, schauen wir mal hier. Vielleicht Tricora, drei, weil es gibt 1, 2, 3 Teile vielleicht.
und sie war auch in drei Kirchenschiffe geteilt, Hauptkirchenschiffe und zwei Seitenkirchenschiffe. Man kann hier immer noch die Reste von Säulen sehen und man hat Überreste von Mosaiken auf dem Boden gefunden. Diese Kirche wurde im 4. Jahrhundert gebaut, also sehr, sehr alt. In der Nähe von dieser alten Kirche gibt es dann diese Struktur hier, diese weiße Struktur hier, rechteckige Struktur sozusagen. Ich weiß nicht, vielleicht es gab ein anderes Gebäude, vielleicht es gab ein Portikum vor der Kirche, ich weiß nicht, vielleicht, es kann auch sein. Und dann hier, diese kleinen Sachen hier, die wir rechts sehen, waren alle Graben und die sind immer noch dort. Und dann nach dieser Kirche hatte man eine zweite Kirche gebaut, also später. Man hatte die Basilica Apostolorum gebaut, diese ist ein Teil. Dies ist nur ein Teil dieser Basilika, aber man sieht schon, wie viele Dekorationen diese Basilika hat. Es gibt dieses Boden mit so vielen Mosaiken, das ist wirklich schön, super schön. Das Problem ist, dass diese Kirche befindet sich heutzutage unter die heutige große Kathedrale, okay? Also die heutige Kathedrale wurde im 10. Jahrhundert am Anfang angebaut und dann im 15. Jahrhundert geändert. Von hier können wir die Tricora Martyrium sehen und dann hier Glockenturm von der Kathedrale, die Kathedrale hier und das Baptisterium hier. Das Baptisterium ist super schön, wurde im 11. Jahrhundert gebaut und in diesem Baptisterium es gibt super schöne Fresken, die wir sehen werden. Die Form dieses Baptisteriums ist wie eine griechische Kreuz. Also hier sind wir im Baptisterium. Wir sehen schon, wie viele super schöne Fresken es gibt. Diese Fresken wurden in einer Zeit zwischen 11. und 14. Jahrhundert gemacht. Der Stil dieses Baptisterium ist romanischen und auch frühchristliche, ich werde sagen, und ich werde sagen auch ein bisschen von Ravenna. Das heißt, es erinnert uns ein bisschen an die Gebäude, die wir in Ravenna sehen können. Also ja, hier es gibt eine Kuppel, auch natürlich mit Fresken und dann hier es gibt Fresken am Hauptapsis. Wir sehen, dass der Stil dieser Fresken ist ein bisschen so einfach sozusagen. Das heißt, diese Figuren sind nicht so kompliziert, aber für die Zeit, das konnte auch eine gute Sache sein. Das heißt, für die Leute, diese Fresken waren viel einfacher zu verstehen für die Einwohner von Concordia Sagittaria. Also diese ist die Hauptapsis von Baptisterium. Es gibt Fresken ein bisschen überall, ich werde sagen. Es gibt Figuren hier an den Wänden, rechts und links und dann in dieser Nischen hier, okay, alle diese vier. Und dann hier oben, es gibt diese Szene von Taufe von Christus. Und dann hier, wir haben die Kuppel. Also diese vier Ecken, sozusagen unter die Kuppel, sind auf Italienisch Pennacchi genannt und es gibt die vier Evangelisten. Und dann schaut ihr mal, wie schön ist dieser Style unter die Kuppel, also alle diese rund um die Kuppel. Super schön, es gibt diese Fenster, okay, diese kleinen Fenster und dann es gibt diese Säulen, diese so kleine Säulen mit geometrische Dekoration sozusagen und auch die Säulen sind dekoriert, also ich finde das super, super schön und dann es gibt alle diese Heiligen inzwischen die Fensterabszene hier, das ist die wichtigste natürlich, okay? Also hier, wir haben Christus Pantokrator mit einem Buch und dann hier auf seinem Kopf, es gibt die Taube an der anderen Seite. Schauen wir mal an der anderen Seite, es gibt diese drei Figuren hier. Die zentrale Figur hat auch ein Zepter hier und ein Globus hier, okay? Und diese Figur, diese Engel, mit diesen anderen Seiten, zwei Figuren, sind das Symbol von Heiligen Geist. Das Tier hier unter, okay, das ist das mythische Lamm. Also, als letzter Teil dieses Video, ihr wird so schöne Fotos von Concordia Sagittaria sehen.
Also wir sind am Ende von diesem Video. Vielen, vielen Dank, wie immer, fürs Zuschauen. Erinnert euch, so zu machen und an meinen Channel zu abonnieren. Sagt mir bitte, welche Stadt ihr möchtet im nächsten Video sehen. Und ja, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.